Hallöchen und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play mit dem Ed. Wir haben ein neues Spiel. Eines, worauf ich lange hingefiebert habe. Es gab jetzt im Februar endlich einen vernünftigen Rabatt, weil Sparfuchs und so. Wir haben World War II Rebuilder, Cities from the Ashes. Es ist kein Shooter, das vorweg. Es ist ein Aufbausimulator, der nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. Hauptsächlich in England, soweit ich das verstanden habe. Wir haben sogar Story mit dabei. Ich kenne die Demo. Die hat mir dementsprechend gut gefallen, deswegen haben wir dieses Spiel jetzt. Ich hoffe, mit den Toneinstellungen passt es soweit. Also die Demo hat auf jeden Fall in England gespielt. Das heißt, wir haben auch Westdeutschland noch. Ich würde aber sagen, wir fangen oben an und arbeiten uns dann vor. Fortschrittkampagne. Bahnhof Gimbert. Londoner Innenstadt. Essener Fabrik. Also wir kommen auf jeden Fall nach Essen und Hamburg. Dünkirchen, wo auch immer das ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo man eigentlich anfangen müsste. Fähigkeiten haben wir noch nicht. Gut, ich fange einfach mal oben an. Warum blinken die beiden? Gimbert. Gut, Mission starten. My big brother, Gilbert, died at, as Churchill called it, the British Empire's finest hour. He was a Spitfire's pilot during the Battle of Britain. This sky-high fight, which lasted for months, seemed to herald the end of the kingdom. Our victory only limited the scale of German air raids, which were carried out only at night during the Blitz. The number of those killed was in the tens of thousands. From July of 1940 to June 1941, the possibility of bombing our home was part of the life of every citizen. And yet, a few years later, British troops took part in the campaign that finally liberated Europe from the Nazis. At the time, I was too young to enlist. The war took my brother from me, and I was refused to avenge him. However, I think history has imposed on me another duty of no less importance. A country ruined by war requires rebuilding. People are waiting for a roof over their heads, for jobs at factories, and for the end of starvation rations. So, from my family farm, I set out to help with rebuilding the country for the future of all of us. Tragisch, tragisch. Willkommen, Steuerung, WASD, Spielmechanik. Tutorials durch H oder Tab. Also ich muss mich komplett nochmal in die Steuerung reinfuchsen. Was ist das hier? Habe ich gleich zu Beginn schon... Die verfügbaren Ziele werden in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Du kannst die Zielkategorien wechseln, indem du U drückst. Komplette Zielleiste mit der detaillierten Beschreibung findest du im Tagebuch.
Tab. Tab ist wahrscheinlich so ein allgemeines Ding und J ist halt das Spezielle. Alle Hauptziele abschließen, Nebenziele erhöhen deine Endpunktzahl. Warum habe ich diesen Klotz? Drücke, um Objekte zu markieren. Das ist so eine Art Suchhilfe. Das kenne ich noch. Abklingzeit. Sammelbare Rohstoffe werden nicht hervorgehoben, wenn sie nicht in die Tasche passen. F für Sammeln. Dieser Klotz da neben mir stört mich allerdings. Platziere Rohstoffe. Fragt sich nur, brauche ich das jetzt schon? In Containern können Rohstoffe gelagert werden. Das ist vor allem später relevant. Ne? Drück die rechte Maustaste, um zurück in die Tasche zu nehmen. Wie gesagt, das ist eher für später noch relevant. Aber ich muss mal ganz kurz... Das ist angenehmer, wenn es nicht so schnell geht. Metall. Holz. Na komm. Montiere eine neue Dachrinne. Wo war das? Um das Werkzeug auszuwählen, öffne das Werkzeugmenü, indem du links Alt da unten. Oder das Mausrad. Auch gut. Bewege das Mausrad. So. Benutze den Schneidbrenner, um zu schneiden. Setze ein neues mit Metall ein. Ach, da oben. Bis ich das beim ersten Mal verstanden hatte, ne? Jetzt verstehe ich, das ist das, was ich in der Hand halte. Dann ist das gar kein Grafikbug. Jo, gut. Neue Aufgabe, baue den Brunnen wieder auf. Darf ich eine Sache noch kurz machen? Grundlegende Aktion haben wir... Wo ist denn das? Drehung rechts. Nach unten bewegen. Geht das nicht? Oder ist es, ich sag mal so schön, hardcoded? Handaktion? Ups. E. F. Okay.
Gucken wir mal. Oh, das ist bequemer. Das ist viel bequemer. Von anderen Spielen natürlich so gewohnt mittlerweile. Gibt's hier noch? Brennholz. Okay. Säubere den alten Brunnen. Ich brauche Stein. Collecte. Bitte was? Oder Schutt. Auch okay. Ein bisschen Holz. Hier und da. Und noch ein bisschen Holz. Gut, ich habe jetzt einfach mal alles mitgenommen. Damit wir nicht basteln oder kaufen. Dachabdeckung. Mhm. Tagebuch. Gut, das interessiert uns jetzt nicht. Wo wir kaufen? Das war das andere. Sammlerstücke. Tagebuch. In der Werkstatt kannst du Gegenstände kaufen oder herstellen. Da war der Kram. Da. Das Ding. Herstellen. Herstellen. Du hast alle Hauptaufgaben erledigt. Spiel fortsetzen. Ist halt Tutorial, ne? Gibt's hier noch nichts anderes? Hochhüpfen kann er ja schon mal nicht. Lasst mich noch kurz. Wahrscheinlich nicht. Aber diese Symbole hier. Hallo Kollege. Kann es sein, dass damit die... Na gut, dann machen wir weiter. Sandbox-Inhalt frei. Ach, sowas gibt's auch? Kann ich mir dann mein eigenes Ding? Also, aktuell sieht es so aus, wir machen das, was halt vorher war und bauen es neu auf. Auf dem Weg nach London, um beim Wiederaufbau der Stadt zu helfen, wurde dein Zug in einen unerwarteten Zwischenstopp gezwungen. Der Bahnhof in der Stadt Gimbert liegt in Trümmern, obwohl der Krieg diese Gebiete nicht erreicht hat. Überprüfe, was hier passiert ist und räume die Gleise frei, um deine Reise in die Hauptstadt fortzusetzen. During the war, the railway was used mainly for evacuating children from cities to the countryside and for military transportation. Now, the train to London was full of volunteers, eager to rebuild the capital.
communication lines were one of the targets of Nazi air raids. Probably more than one military train had to stop in front of the destroyed section of the track, or was even destroyed itself by enemy bombs. But even without hostile activity, transporting ammunition is a dangerous undertaking. In nearby Soham, the train station was destroyed when a wagon full of explosives blew up on the platform. Something is not right. Our train stops, but it is still a long way to London. What's going on there? Broken tracks, rubble and wrecks. My God. Is this the Soham disaster all over again? Willkommen in Gimbad. Dieser Level ist inspiriert von den tragischen Ereignissen der Eisenbahnkatastrophe von Soham, die sich am 2. Juni 1944 ereignete. Schwebende Tutorial-Hinweise. Jo. Okay. Kannst du mal bitte... Das sieht so merkwürdig aus sonst. Ich versuche natürlich den Modus nicht allzu sehr auszureizen, ne? Du kannst den Müll schnell einsammeln, wenn du das Feuerzeugschaufel benutzt. Das Werkzeugschaufel benutzt. Schaufel? Oh. Oh. Und Enter. Ich entere nicht Don und Enter. Okay. So. Kurzer Überblick. Hatten wir schon. Danke, kenne ich. Auch nicht rüber. Hammerwerkzeug, um es in kleinere Stücke, ups, zu zerschlagen. Und dann müssen wir es noch zerlegen. Das mit dem Schweißbrenner, ich weiß noch, im Tutorial habe ich nicht so wirklich verstanden, was der von mir wollte. Das war anstrengend, mittlerweile bin ich schlauer. Und zwar muss man tatsächlich die markierten Stellen hier unten abfackeln. Du bist einfach...
So. Ja, ne? Also, dieses Level... Kann ich irgendwie laufen? Ziegel, Holz, Metall. Wir werden noch ein bisschen was einsammeln. So. Dann richten wir mal die Schiene wieder her. Und zwar habe ich hier nicht. Nicht genug Schutt. Dann gehe ich halt noch kurz Schutt sammeln. Transport. Gelbe Bereiche können mit Rohstoffen gefüllt werden. Ja, das wissen wir schon. Ups. Nein, noch nicht. Hat der jetzt wirklich die Laterne mitgenommen? Manchmal muss man eine Mauer anstelle der zerstörten bauen. Stein für Stein. Das machen wir später. Erst bauen wir die Gleise wieder auf. ...50 Ziegel gesammelt. Bei Hausflipper hat uns bestimmt schon gemerkt, ich mag es, Wände zu zerkloppen. Wir haben zu viel. Haben wir genug Schutt inzwischen? Ich hoffe jetzt einfach mal. Leider. Ist mir nicht vergönnt zu laufen. Oder ich weiß einfach nicht, welche Taste.
Achso. Na, jetzt nimm das Holz. Holz ist voll. Okay. Katze, was machst du? Ich wollte schon sagen. Installiere Gleise. Ah, ich habe gerade was im Auge. Es tut mir leid. Wartezeit. Größte Reinigungsbus. Erkundungsdauer. Reichweite, Taschengröße. Wer schon Gehgeschwindigkeit muss man extra leveln. Ganz ehrlich. So. Ach, ich habe 4. Reichweite, dann mach mal einmal das. Startkapital. Gehgeschwindigkeit. Schaufeleffizienz. Wir machen erst die Taschengröße. Nebenziele säubern, Dachin, Bombe. Bombe finden? Es gibt eine Bombe! Ja, warum sollte es auch keine geben, ne? Also. Es gab doch eine. Komm. Ich weiß gar nicht mehr, ob man im Tutorial, in der Demo auch so ein Level-System hatte. Oh, hier. Perfekt. Ich dachte mir doch, irgendwas war doch noch in der Nähe. Verwalte im Baubereich. Neue Bauwerke können an den Stellen errichtet werden, die mit dem gelben Symbol gekennzeichnet sind. Okay. So. Sind wir irgendwie schneller am Laufen? Bisschen, ne? Sind ja eigentlich kein Gärtner, aber sagt's keinem. So.
keinen Platz mehr. Es gibt hier doch Sachen zum Finden. Metall. Ablegen. Sollte nicht so schnell machen. Sammelobjekt. Brief an die Kinder. Oh. Oh, viel zu klein. Liebe Kinder, ich schreibe diesen Brief hauptsächlich für mich selbst, denn ich weiß, dass ihr im Moment nicht viel davon verstehen würdet. Vielleicht behaltet ihr ihn und lest ihn eines Tages als Erwachsene und verzeiht mir schließlich. Oder vielleicht werdet ihr mich noch mehr hassen. Euch wegzuschicken war die richtige Entscheidung. Das Geld, dasselbe gilt für euren Vater, der auf dem Kontinent kämpfen musste. Ihr seid jetzt in Sicherheit und ich habe ein gebrochenes Herz. Ein Teil meines Herzens ging kaputt, als Tom in den Krieg zog. Zwei kleine Stücke brachen ab, als ich euch beide in den Zug steigen sah. Und ein weiteres Stück ging gestern kaputt, als man mir sagte, dass Tom, mein Tommy, euer Daddy, in Frankreich gefallen ist. Ich bin mit diesem zerrissenen, blutenden Rest eines Herzens zurückgeblieben. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft das alles ist. Auf euch zu warten ist eine Qual. Und der Gedanke, dass ich wieder eure Mutter sein werde, ganz allein, macht es nicht besser. Ich will nicht sagen, dass ich euch nicht mehr liebe. Ich kann das alles einfach nicht mehr ertragen. Nicht hier, nicht mit euch, nicht ohne ihn. Ich hoffe, ihr könnt bei euren Pflegeeltern bleiben. Sie werden sich gut um euch beide kümmern. Wir werden uns nie wiedersehen, Mama. Autsch. Oh, gut. Drama, Drama. Beginne mit dem Bau. Bahnhofswand. Neues Vordach. Repariere Dach der Station. Ich würde aber sagen... Später. Wir sind schon bei einer halben Stunde angelangt. Ich habe mir aber schon im Vorhinein vorgenommen. Wir machen ein bisschen... Da. Vergangenheit. Ist der Waggon explodiert. Repariere die Treppe des Turms. Oskar. Es gibt einen großen Vorrat an Ziegeln im Lager des Turms, wenn ich mich recht erinnere. Ey, so schnell kann ich nicht lesen. Da liegt eine Hand. Oskar, da ist eine Hand in deinem... Ah. Ich muss echt langsamer machen. Vielleicht drehe ich die Mausempfindlichkeit noch ein wenig runter. Obwohl die nicht mal hoch ist. Ne?
bei dem... Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Hast du gefragt, ob du... Das heißt, Nebenquests können wir auch hinterher noch machen. Okay. Bist du ein Rabe? Ich glaube, das, was wir vorhin im... während des Dialogs gesehen haben, das Tier. So. Nicht genug Ziegel. Ich habe gerade so ein bisschen Hausflipper-Vibes. Don't be sad, Teddy. The evacuation is part of war effort. So, dann müssen wir mal kurz gucken. Oh. Und nun? Ich weiß noch, dass man die Rinde reparieren soll. Jetzt haben wir genug Ziegel. Jetzt habe ich, ich habe noch so ein Hausbilder. Warte, wie hieß das Ding? Genau. Nur, dass ich bei dem anderen Spiel noch den Mörtel extra auftragen musste. Kann. Im Story-Modus. Knapp 40 Ziegel haben wir noch. Ich würde sagen, wir belassen es bei der Dreiviertelstunde, oder? Pro Folge. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet gehabt.
20. Six, this is Gilbert. Say again. My God. We'll call the fire brigade. Do anything you can to detach the carriage with the... What do you mean by civilians? The schedule says it's supposed to be a military transport. A what? That's against every possible procedure. God help us. Ne? Artikel zur Katastrophe. Too dead. A number injured. Der tragische Vorfall ereignete sich gestern gegen 13.45 Uhr in der kleinen Stadt Soham in East Cambridgeshire. Ein schwerer Güterzug, bestehend aus 44 Waggons mit einem Gesamtgewicht von 400 Tonnen Bomben und Kampfflugzeugteilen, rollte in den Bahnhof der Stadt, wobei einer der Waggons in Flammen stand. Die militärische Ladung hätte jede Sekunde explodieren können. Besondere Entscheidung. Als der Zugführer Benjamin Gimbert begriff, was geschah, befahl er John Nightingale, dem Feuerwehrmann, den brennenden Waggon abzukoppeln. Unmittelbar nachdem der Wagen vom Rest des Zuges getrennt worden war, begann Gimbert, ihn vom Bahnhof wegzuziehen. Die Explosion ereignete sich etwa 150 Meter von den Bahnhofsgebäuden entfernt. Diese Entfernung reichte aus, um eine Kettenreaktion zu verhindern, die zur Explosion des gesamten Zuges und zu schweren Zerstörungen in der Umgebung geführt hätte. John Nightingale jedoch kam bei dem Unfall ums Leben und der Stellwerkswärter Frank Bridges, der sich zum Zeitpunkt der Explosion auf dem Bahnsteig befand, starb heute im Krankenhaus. Mehrere andere wurden schwer verletzt, darunter der Lokführer Benjamin Gimbert, dessen heldenhafte Tat bereits mit dem Georgskreuz ausgezeichnet wurde. Ach ja. So ist das, ne? Weil die Leute es lieben, Krieg zu führen. Warum auch immer. Gut, dann würde ich aber sagen, ich danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gern beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Wir bauen die Mauer auf. Wir machen das neue Vordach. Wir gucken, was es sonst noch gibt. Alles beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dahin und bye bye.